Wieder kein Sieg, aber wenigstens auch keine Niederlage. Doch Hansa Rostock tritt mit diesem 1:1 gegen Sonnenhof Groß-Asbach im Abstiegskampf weiter auf der Stelle. Wenn es nach der Anzahl der Fanherzen gehen würde, Hansa Rostock hätte einen deutlichen Sieg in Groß-Asbach landen müssen. Das Spiel auf fruchtbarem baden-württembergischen Acker, ideal für Topfpflanzen. Mit einer Richtung, Tor Groß-Asbach. Hansa hat in der Winterpause intensiv an den Standards getüftelt. Das zeigt sich heute. Bickel und vorne soll es entweder ein langer Lulatsch richten oder Tormaschine ziehen. Offensiv, mutig gegen den Tabellennachbarn, die Devise. Wieder Bickel. Die Ostseestädter kommen auf den Geschmack. 23. Minute, wieder Bickel. In der ersten Hälfte auffälligster Akteur auf dem Platz. Und wenn einem so viel Schönes wird beschert, das ist schon ein Tor gegen Groß-Asbach wert. Bickel auf Ruprecht, 0:1, fast wie im Training. Ja, ich glaube, wenn man so viele große Spieler hat wie wir, dann ist das normal, dass das eine Stärke ist und dass man das trainiert. Und ob man das heute gesehen hat, keine Ahnung. Ich denke, dass heute viele gute Standards reingekommen sind. Vielleicht müssen wir noch ein Tor mehr daraus machen. Ruprecht im Recht. Wieder Bickel und Kofler. Hansa mit Kontrolle in der Luft. Und mit Bickel. Und mit Bickel. Der Name bringt die roten Stutzen zum Schlottern. Zur Halbzeit, wie auf dem Spielfeld, so auf den Rängen. Hansa kontrolliert. Zweite Hälfte, sie beginnt wie die erste. Arschwede kopiert hier Bickel perfekt. Hansa nah dran am zweiten Treffer. Wir machen sie nicht rein heute. Trainer Baumann, wie ein Tiger im Käfig, unruhig, nicht ohne Grund. 74. Minute. Unglaublich, wie viele Möglichkeiten Rostock hat, den Ball aus dem Strafraum zu kacheln. Die Szene ungeschnitten. Es kommt aus dem Nichts. Aber genau hier haben die Baden-Württemberger das Ding ins Tor gearbeitet. 1:1. Erste Halbzeit war wirklich gut. Für ein Auswärtsteam, glaube ich, richtig gut. Aber wir müssen das 90 Minuten durchziehen, damit wir einen Dreier landen. Und nur Unentschieden werden uns nicht weiterhelfen. Auch die berechtigte rote Karte ändert nichts daran. Hansa auch im zweiten Spiel gegen einen Abstiegskonkurrenten mit einem Unentschieden. Am Ende siegen nur die Fans. Kommenden Sonnabend das nächste Kapitel. Rostock gegen Mainz, 18. gegen 17. Wochen der Wahrheit. Alles